Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und wir machen heute weiter in der Stadt Limit. Letztes Mal haben wir ein paar Sachen gebaut mit Straßen und Brücken. Heute wird's wild, denn heute geht's weiter in der Stadt. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Und wer möchte, kann natürlich auch in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr eine Playlist zu Folge 1. Und dann bekommt ihr natürlich noch ein paar andere Sachen mit, nämlich wie diese ganze Stadt entstanden ist. Mann, heute ist wieder Einleitungs-Peter am Start. Sehr cool. Okay, wir machen heute hier weiter und nochmal ganz kurz, es sind gestern neue DLCs erschienen mit, so viel ich weiß, berichtet mich bitte, mit einem kleinen Update vom Hauptspiel. So, und ich weiß nicht, wie lange ihr diesem Kanal schon folgt, aber sobald ein Update kommt vom Hauptspiel, passiert nämlich meistens immer Folgendes, dass generelle Sachen, kann man da drunter herfahren, nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel die ganze Mod-Kollektion von mir. Kann sein, dass die jetzt gerade nicht mehr geht. Was ihr da machen könnt? Nix. Einfach abwarten, bis die Modder hergegangen sind und die Kollektion bzw. die Modifikationen, die ich verwende, geupdatet haben. Das ist immer, wenn das Spiel geupdatet wurde. Nicht jeder Modder hat Zugriff auf die neuesten Versionen direkt und deswegen muss man da halt immer ein bisschen warten, bis da was passiert ist. Also am besten ist Füße stillhalten und entspannt durch die Hose atmen. Ach, keine Ahnung, hat man früher, glaube ich, immer auf meiner Arbeit gesagt. Auf jeden Fall da einfach abwarten. Ich teste natürlich für euch die DLCs gerne mal durch, beziehungsweise werden die auch in dieses Spiel mit einfließen. Aber wie gesagt, erst wenn alles soweit funktioniert und gerade auch wenn die ganzen Modifikationen funktionieren. Weil wenn man eine Stadt gebaut hat, die auf Mods basieren, dann ist es natürlich schwierig, dann sofort zu updaten, weil dann funktioniert die halbe Stadt nicht mehr. Also ich habe ja diese 81-Teils-Mod, dann die Kamera-Mod, Move-It und noch so ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber die Mod-Kollektion ist ja wie immer verlinkt. Und ich habe auch gehört, dass manche damit Probleme haben. Kann ich so gar nicht bestätigen. Also bei mir funktioniert's. Vielleicht habt ihr noch was installiert, was dann reingrätscht. Und da müsst ihr dann vielleicht nochmal gucken, ob ihr das irgendwie anders noch hinbekommt, beziehungsweise ob ihr das besser zum Laufen bekommt. Und wenn ihr sagt, nee, ich habe wirklich nur deine Kollektion, aber es funktioniert trotzdem nicht, dann gibt es noch eins, was ihr tun könnt, und zwar nach und nach die Modifikationen zu deinstallieren oder zu installieren. Also so Trial and Error einfach. Also ihr müsst dann quasi gucken, woran es bei euch liegt, indem ihr dann einzelne Mods wieder deaktiviert, guckt, was passiert. Ist der Fehler weg, ist der Fehler noch da und das Ganze dann nochmal, ja, alles wieder neu reinmachen und dann immer so hin und her. Es war eine Menge Arbeit, aber wenn man das Spiel so haben möchte, wie man es gerne hätte, also mit den ganzen Modifikationen, muss man sich die Arbeit manchmal machen und auch wenn es dann halt ein bisschen nervig ist. So, das nochmal ganz kurz dazu. Wir entwickeln jetzt weiter hier ein paar Gebiete und ich freue mich auch schon mega auf die weiteren Updates, die jetzt hier rauskommen. Und ich finde auch schön, dass noch ein paar Updates kommen, so dass das Spiel jetzt nicht, sag ich mal, bis Teil 2 einfach rumliegt und nichts mehr passiert. Und deswegen, das finde ich eigentlich ganz toll. Ganz, ganz toll. Wie kann ich das? Oh, dann, weil das hier so eine geile Kurve ist, passt der Weg einfach überall noch rein, ne? Dass der, außer, ja, genau, außer da, Peter. Das ist gemein. Warte, man kann auch das anzeigen lassen. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Ah, doch, jetzt ist er da. Ihr habt ja gerade gesehen, glaube ich, hoffentlich, das Kästchen ist verschwunden, als ich den Weg gebaut habe. Jetzt ist er wieder da oder jetzt ist das Kästchen wieder da. Und hier ist auch einiges los an Fußgängern, wie man sehen kann. Auch hier der Weg wurde hardcore benutzt. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich, weil jetzt die Straße da ist. Oder das Event, wo die hin wollten, nicht mehr vorhanden ist. Aber auf jeden Fall wird hier ordentlich gelaufen. Und das ist auch eins, was ihr halt immer machen müsst, Gehwege ohne Ende setzen. Also es lohnt sich wirklich. Ohne Ende vielleicht nicht, aber auf jeden Fall eine Menge. Kriegt man hier noch einen Gehweg durch? Nee, ne? Nicht ohne hier ein Gebäude zu zerstören. Also eins muss ich opfern. Ich glaube, ich nehme mal das Gewerbeding. Weil dieser Weg lohnt sich halt richtig, ne? Das ist halt direkt so eine Querverbindung. Können auch vielleicht direkt so machen. Dann kann das weg. Und hier kann ja trotzdem noch was entstehen, deswegen das passt schon. Schade eigentlich, dass das nicht so direkt hier dran vorbeigeht, sondern dass das Grundstück dann sagt, hey, was ist denn da los? Aber ist klar, wenn da ein anderes Gebäude drauf entstehen würde, wäre der Weg dann nachher im Gebäude, was dann wiederum nicht so cool ist.
So, wir werden einen Highway Exit hier noch bauen, aber nicht heute. Heute wollten wir hier ein bisschen weitermachen. Vor allen Dingen, hier ist noch der Bahnhof, der wahrscheinlich eh noch gar keine Passagiere wirklich drin hat. Oh. Und bei einem Fahrzeug, habe ich gehört, kann ich auch das Budget ganz runter machen, ne? Ja, ja, klar. Macht doch voll Sinn. Muss man ja nicht bei 46 sein, sondern man geht einfach auf 5. Und gut ist, maximal wenig Budget. So, ich habe noch was umgestellt. Ich habe nämlich noch eine U-Bahn-Haltestelle verlängert. Warte, kann ich die zeigen? Genau, ich habe hier noch eine hingemacht mit der U-Bahn oder mit der Bahn hier. Ist gar keiner gefahren hier, mit der hier. Die ist von hier nach da gefahren. Jetzt bin ich hergegangen, hier drunter her, hier parallel dran vorbei und hier nochmal zu diesem Bahnhof. Kann sein, dass da halt immer noch nicht viele mitfahren. Aber wenn, dann wäre es auf jeden Fall jetzt die Zeit. Aber vorher hat man, wie erwähnt, ich glaube, eine Bahn oder so. Ich mache jetzt hier auch mal gerade so zwei. Wir müssen nicht so lange warten. Das ist Linie Nummer 1. Ja, fahren super wenig mit einfach, ne? Damit fahren auch super wenig. Na ja, guck mal. Immer dann, sobald zwei... darauf habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig geachtet, ne? Wir können hier auch runtergehen auf 5. So. Gerade so, dass wir 5 Bahnen haben und dann... Ja, lohnt sich auch noch nicht. Komm, wir machen 4. Dann läuft's. Und jetzt kommt die Bahn oder die Strecken. Die Megastrecke kommt jetzt. Aber da sind die auch alle halb leer, ne? Jetzt machen wir gerade 5. Okay. Nur mal ganz schnell die U-Bahnen optimiert und angepasst. Wir brauchen jetzt alles eigentlich. Einwohner, Gewerbe und der ganze andere Kram, der da noch da ist. In dem Bereich, weil hier schon ein Gewerbegebiet ist, könnte man theoretisch auch noch ein Gewerbegebiet machen, weil das ist jetzt hier an den Schienen, das passt perfekt. Da will ja meist eh keiner so richtig wohnen. Da werden wir jetzt auch alte, kaputte Straßen verwenden und hier weiter vorne kann man dann nachher hergehen und... Alter, das ist ein dummer Bulldozer, ne? So, und zack. Alte Straßen, diese kaputten Industriestraßen kann man hier ganz gut nehmen. Ja, komm, machen wir einfach da dran jetzt. Oh Mann, das geht ja bergauf. Oh nein! Und wir machen das so ein bisschen schräg, glaube ich, so. Ja. Geht zwar bergauf, was jetzt so ein bisschen uncool ist, aber können wir gleich anpassen nochmal eben. Hier auch parallel zu der U-Bahn, zu der Schiene. Dann hier auch nochmal in die Richtung. So. Und ich überlege, ja doch, müsste gehen, oder? Ah. Ah, ich weiß ja nicht. Vielleicht dann doch mal ein bisschen näher an die Schiene dran. Was hier echt noch fehlt, ist auch irgendwie so ein Bahnhof mal, ne? Haben wir auch noch gar nicht gebaut für die, für die Industrie. Da ist ja mal gar nichts los. Genau, hier machen wir jetzt so. Oh mein Gott, was passiert? Hilfe! Hä? Warum? Okay, schnell wegmachen. Oh mein Gott. Das war jetzt ja mal super merkwürdig. Vor allen Dingen... Achso, er hat es, glaube ich, an die Straße unten gemacht. Aber das soll er doch gar nicht. Warte. Ja, sehr gut. Boah, das sieht so kacke aus gerade, ne? Aber kriegen wir hin. Wir machen es schön. Hätten wir mal vorher alles gebügelt einfach, ne? Na komm, wir müssen da noch eine Straße dran machen, ne? So ist das ja super ätzend. So, und jetzt brauchen wir wirklich Move It, ne?
Alter, das gibt ja jetzt noch was. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Notes von der Straße hier. Weil das ist ja einfach mal super hoch alles. Und wir wollen ja mal nicht übertreiben, ne? Also machen wir jetzt erstmal eins. Alles auf Geländehöhe. Ah, oh, war schon. Geil. Ja, ziemlich ans Gelände angepasst. Das ist doch mal nice. Na, hier die Straße ist sehr... Ah, doch, geht. Also wenn man jetzt mal hier unten ist, da kann man sich das schon vorstellen, dass das so aussieht. Aber wie viele hier auch einfach herfahren, ne? Einfach so mega neugierige Leute. So, ich möchte, dass der Zug ganz nah an unserer Straße vorbeifährt. Und das hätte ich nicht besser hinbekommen als mit Moovit. Ich hätte natürlich auch noch 8-mal die Straße neu bauen können. Aber ich glaube, so ist ganz cool, oder? Auch wenn das hier merkwürdig jetzt aussieht, ne? Na, ich glaube, das muss aber so. Bestimmt nur ein Bug oder so, keine Ahnung. Weil die Schienen an sich sind ja da. Ja, fährt auch jeder her, alles gut. Nur, dass das Holz fehlt, die Querstreben, wie auch immer sie heißen mögen bei Schienen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gibt es hier eigentlich ein Gebiet oder ist das gebietslos hier vorne? Ah ne, das gehört dazu. Auch das hier gehört dazu, ne? Ja. Überleg gerade, ob ich nicht Industrie 4.0 activate. Heißt, das Industriegebiet ist da ein bisschen krasser, kann man so sagen. War das doch, oder? Warte, wir gucken mal ganz kurz rein. Das wäre eigentlich auch mal ein geiles Experiment, ne? Was passiert, wenn wir alle Richtlinien in einer Stadt aktivieren? Ja, wäre schon geil, glaube ich. Industrie 4.0. Neue Technologien verändern den Personalbedarf an der Industrie. Alle industriellen Arbeitsplätze sind für hoch- und gut gebildete Arbeiter. Um 50% erhöhter Produktionsausstoß, um 30% verringerte Arbeitsplätze pro Industriezone. Ah, ist natürlich jetzt wenig, ne? Wenig Arbeitsplätze. Aber produktiver auf jeden Fall. Warte mal, das hier kommt weg hier vorne. Das sind ja auch so ganz komische Dinger jetzt hier, ne? Da auch nochmal alles voll. Da können wir eh nichts setzen. Ja doch, komm. Hier machen wir jetzt alles voll. Außer hier vorne an der Hauptstraße. Da wiederum nicht. Da würde ich diese eine Mod empfehlen, die ihr mir auch empfohlen hat. Habt... Wo man hergehen kann und sagen kann, yo, alles klar, mach mal an der Straße keine Zone, sondern nur an denen. Und dann könnte man hier die Zone sperren, dann hätte man da gespart und dann würden die Industriegebiete auf der anderen Seite größer werden. Könnte man machen. Aber ich glaube, so geht es auch vollkommen klar. So, und für die Leute, die halt hier arbeiten wollen, können wir noch eins machen, nämlich ein Gehweg. Ihr wisst, wie gerne ich Gehwege baue. Sehr gerne. Hä, warum denn? Achso, er möchte da hoch. Nee. Bitte nicht? Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, warum ist das denn jetzt im Boden drin? Ach komm. Man weiß es nicht. Ist leider ein bisschen zugewuchert unter der Brücke. Alter, warum? Vielleicht auch wegen der Brücke. Also ich kann es jetzt noch nicht mal mehr hochziehen. Also diesen Weg. Oder ist einfach nur ein Anzeigebank, ne? Kann auch sein. Aber solange da gleich ein paar Leute herlaufen, ist alles gut. Und das werden, sofern der Weg okay ist, werden die auf jeden Fall machen. Weil vom Bahnhof darüber ist einfach ein direkter Weg. Das ist besonders gut.
So, da entsteht das. Da machen wir hier vorne jetzt ein paar Gewerbegebiete hin. Ich muss da unbedingt mal... Ach nee, das ist... Das ist einfach so alles. Okay. Besser kann man hier nicht setzen, glaube ich. So, das machen wir voll, da auch. Ja, das sind alles noch diese kleinen Gebiete, ne? Oder warte, wir machen das nochmal weg und machen da Büros hin. Genau wie hier. Kann man da zumindest ein paar mehr Arbeitsplätze und den Rest machen dann Gewerbe. So, was passiert? Unser Bedarf an Industrie- und Bürogebieten geht runter. Wir haben ja hier Industrie, hier vorne haben wir Bürogebiete. Dann, oder da haben wir Bürogebiete, dann haben wir Gewerbegebiete, die gehen halt auch nochmal nach unten. Und Wohngebiete ist jetzt der Bedarf wahrscheinlich noch höher als vorher. Aber da wollten wir hier, glaube ich, auch noch einiges hinmachen. Und hier sollen jetzt große Gebäude hin für Gewerbe. Und in der Mitte kann man noch Gehwege bauen und ein paar... Ich baue erstmal, glaube ich, Wege dahin. Warte, kann man das durchziehen einfach? Wie lange geht der denn? War schon ordentlich. Warte. Genau so. Alter, das ist aber ein Weg, du. Hier auch, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Warum ist der denn unter der Erde wieder? Hallo? Entfernung zu groß, Entfernung zu gering. Ich baue dann erstmal die Wohnhäuser dahin. Aber das ist schon übel, ne? Das ist schon übel. Dann haben wir hier noch die Dinger. Ja, ist halt die Sache, ey. Na, lassen wir erstmal. Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir einfach schon hin. Und hier, ne, warte mal, Wege drüber laufen? Ne, ist auch blöd, ne, dass man dann hier nochmal über die Autobahn laufen kann. Weil da ist ja der Weg auch sowieso oben, ne? Da muss man jetzt nicht nochmal extra laufen. Das ist, glaube ich, okay. Andere Seite dann auch nochmal. Na, da müssen wir gucken, weil da die Kurve noch drin ist. Naja, guck mal. Einfach hier so drauf. Warte. Ach man, manchmal ist das auch... Nee, nee. Ja, so ist doch ganz angenehm. Und hier dann wieder weiter durch. Ein bisschen gerade. Mit dem roten... Da, schon wieder. Ich verstehe es einfach nicht, ne? Und warte mal, wenn wir das jetzt nehmen... Wenn wir das jetzt nehmen und sagen... Bis hier... Ne, fehlt immer noch das Stückchen da, ne? Na, da müssen wir dann nachher gucken und ein paar, keine Ahnung, Bäume oder so hinmachen. Das ist ja super ätzend. So. Zusammengebaut, hier entsteht das neue Gebiet und ihr seht, was fehlt. Arbeitsplätze. Beziehungsweise Arbeitsplätze haben wir, es fehlen Arbeiter einfach. Unmengen an Arbeitern fehlen. Jetzt ist die Frage, sollen wir erst das Stadtzentrum bauen von dem Teil oder sollen wir uns langsam voranarbeiten? Das ist halt die große Frage, ne?
auf der es nur eine Antwort gibt, die ich leider nicht kenne. Ne, müssen wir mal gucken. Auf Geländehöhe oder auf Objekthöhe der hier. Oh, dann ging es mal richtig runter. Können wir den das hier dann nochmal begradigen? Oh, diese... Oh nein, die ist ja wieder alles schief. Achso, hier ist noch ein Berg, deswegen, alles klar. Ein bisschen ist ja okay, aber so, dass es halt passt noch, ne? Ja, so ist gut. Ich meine, klar, hier ist noch ein bisschen, keine Ahnung, Stein, aber das ist gut. Ja, dann können die einfach hinfahren, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Ah, warte mal, ich wollte sowieso mal mehr von diesen Dingern hier setzen. Wir haben ja noch voll viel, ne? Wir haben ja noch... Warte, wo ist es? Hier, wir haben doch noch dieses Modern Japan. So ein Ramen-Restaurant zum Beispiel. Wird halt hier besonders gut und gerne gegessen an der Ecke. Also wir haben ja super viele Sachen, ne? Auch hier ein Chirps Daumen hoch Platz, wo wir gerade bei Daumen hoch sind. Versucht mal, für alle, die die Folge bis zum Ende geguckt haben und haben gesagt, ja, ist okay, den Daumen nach oben zu setzen. Würde mich freuen. Weil wir haben ja den Daumen nach oben. Ach so, das, ah mein Gott, sieht das aus. Das sind echt so zwei Chirper hier oben, die Viecher. Aber die sehen absolut weird aus. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier so überlegt, man läuft hierher, finde ich schon cool. Gerade so mit der Skyline im Hintergrund, Autobahn hier vorne. Mit den 5 Millionen Menschen hier rumlaufen. Das ist schon geil. Ja, und der Rest, da muss man jetzt gucken, wie man das jetzt noch hier bebaut. Schon fast gesagt so. Und dann von hier aus mit wunderschönen grünen Straßen nochmal darüber oder so. Wenn man da nochmal eine Verbindung zu hat. Genau, da geht es nochmal ein bisschen hoch, was jetzt nicht schlimm ist. Sag ich immer und dann fange ich mal an zu bügeln, ne? Ah, ist nicht schlimm und dann zack, gebügelt. So, und die kommen jetzt hier hin. Aber ich finde auch, manche Sachen, die müssen halt auch diese kleinen Häuser haben, ne? Ich finde überall diese großen Gebäude, ist auch blöd. Ein Klein hätten wir da schon wahrscheinlich 50.000 Einwohner, wenn ich überall diese großen Gebäude gemacht hätte. Aber das finde ich, trägt zum Stadtbild einfach nicht bei. Und deswegen finde ich die kleineren an manchen Stellen wirklich viel, viel cooler. Also jetzt nichts gegen das Content Creator Pack, ne? Aber wenn man weiß, dass die Leute daherlaufen, hätte man doch hier eine Lücke in dem Beet lassen können und hier einen Weg machen sollen, oder? Also hier von mir aus zwei Parkplätze weg und ein Weg und gut ist. So ist das ja nur ein bisschen kacke, ne? Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!